Willkommen zur Asklepios Informationssendung. Herzrhythmusstörungen müssen nicht gefährlich sein, sie können aber ernsthafte Konsequenzen haben. Und vor allem, wenn das Herz schon vorgeschädigt ist und weitere Rhythmusstörungen drohen, dann kann man erwägen, einen Defibrillator zu implantieren. Das ist eine Methode, die seit gut 30 Jahren in Krankenhäusern praktiziert wird. Bei mir ist Dr. Gerian Grönefeld. Er ist Chefarzt der Kardiologie an der Asklepios Klinik Barmbek. Er ist schon seit den ersten Implantationen in Deutschland mit dem Thema beschäftigt und hat lange Jahre daran geforscht. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Grönefeld. Vielen Dank für die Einladung. Sagen Sie, diese Defis, wie man sie ja auch gerne nennt, die kennt man aus Notarzteinsätzen, vielleicht auch aus Krankenhausserien. Das sind große Elektroden, die dann auf den Brustkorb gepresst werden. Wie muss man sich denn einen implantierbaren Defi vorstellen? Sie sprechen das richtige Gerät an, das man aus dem Emergency Room bei George Clooney kennt, also ein elektrisches Stromgerät, was dem Herzen im Falle von schweren Rhythmusstörungen so einen Schlag versetzt, dass es wieder normal schlägt. Die Elektroden, die Sie aus dem Fernsehen kennen, sind etwa 14 mal 14 Zentimeter groß. Das geht nicht im Menschen selber. Das hat man inzwischen auf eine Größe einer kleinen Kugelschreibermine zusammengebracht. Und das geht ähnlich wie beim Darm, wo eine große Oberfläche gefaltet wird, auf eine kleine, sichtbare kleine Hülse, die aber die gleiche Oberfläche hat und damit Stromstärken von bis 700 Volt völlig schmerzfrei und für den Patienten und das Herz nützlich und nicht gefährlich am Herzen anbringen kann. Sind das solche Defis? Das ist jetzt keine Elektrode. Wir haben hier zwei Beispiele mitgebracht. Nur mal zum Vergleich. Das ist ja so ein gängiges Schrittmachermodell, das die Größe von einer besseren Gedenkmünze hat. Und die Geräte werden ähnlich wie ein Schrittmacher kurz unter die Haut in Lokalbetäubung implantiert. Und die Defibrillatoren sind etwa viermal so groß. Also Gewicht ist 60 bis 100 Gramm. Und wir sehen, es gibt unterschiedliche Varianten. Die wählt man nach Größe der Patienten aus und nach Ausstattung, ob jemand sehr übergewichtig ist oder ob eben schlanke junge Menschen betroffen sind. Dann ist so ein Gerät von 6 mm besser als so eins, was etwas kleiner ist, aber dafür 1,2 cm dick. Wenn Sie das so sehen, dann wissen Sie gar nicht, wie viel Elektronik da drin ist. Das kostet auch den guten Preis eines Kleinwagens. Also das sind locker 10.000 Euro. Man kann bis zu 5 Anschlüsse dort oben anbringen. Und es ist dann die Kunst des Implanteurs, diese Sonden so im Herzen zu verankern, dass sie den Herzrhythmus überwachen können, dass sie bei langsamen Herzrhythmusstörungen das Herz beschleunigen, aber vor allem bei schnellen Herzrhythmusstörungen durch Impulse oder gar so einen Stromschlag, wie Sie den eben angesprochen haben, den Rhythmus wieder zurücksetzt auf einen normalen Herzschlag. Und das kann lebensrettend sein. Wie kommt denn dieser Defi in den Körper hinein? Und auch diese Elektroden müssen ja noch mit dazu. Also das ist in den letzten 30 Jahren, Sie haben die Entwicklung ja angesprochen, eigentlich im Wesentlichen eine Frage der Miniaturisierung, dass man die Geräte, die man ursprünglich im Bauch groß wie ein Schuhkarton einpflanzen musste, inzwischen auf solche minimalen Größen zurückgebaut hat und gleichermaßen die Sonden, ich vergleiche das immer mit einem gekochten Spaghetti, die werden über eine Ader eingeführt, aber man verstärkt die für den Zeitraum der Implantation über ein dünnes Rohr und einen Draht, sodass man sie an der richtigen Stelle platzieren kann im Herzen und dann tatsächlich noch mit einem Schraubmechanismus fixieren kann. Und dann werden diese Stabilisierungsgeräte entfernt. Das Ganze in Lokalbetäubung. Und ich sage mal, ein durchschnittlicher Operationsvorgang in Lokalbetäubung dauert etwa 30 Minuten heutzutage. Also sehr viel schneller als die erste Implantation. Die hat noch 5 Stunden gedauert. Ist das eine gefährliche OP für den Patienten? Sie haben es ja angesprochen, die meisten Patienten sind herzkrank, haben Erkrankungen wie alten Herzinfarkt oder eine Operation mit künstlicher Herzklappe, die so ein Gerät überhaupt benötigen. Und bei keinem Patienten gibt es komplikationsfreie Eingriffe. Immer wenn man Katheter legt oder Schrittmacher einbaut, dann kann etwas passieren. Gott sei Dank, und wir werden ja regelmäßig auch evaluiert mit solchen Methoden, liegt die Sterblichkeit im Bereich unter 1%. Das heißt also jetzt mal, es ist schon eine Riesenausnahme, wenn ein dauerhafter Schaden entsteht. Toi, 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 ist das in Barmbek noch nie passiert. Aber man steht nie sozusagen da und sagt, das kann jeder kriegen. Es ist ein völlig komplikationsloser Eingriff. Jetzt noch einmal, bei welcher Art Herzschädigung oder Herzstörung wird so ein Defi implantiert? Da hat sich viel getan. Dadurch, dass die Geräte so viel einfacher geworden sind, ist natürlich der Personenkreis gewachsen. Die ersten 100 Patienten in Deutschland waren quasi nicht mehr anders therapierbare Rhythmusstörungen, die immer wieder Kammerflimmern kriegten.
Heutzutage baut man diese Geräte auch vorsorglich ein. Und das sind dann vor allem Patienten nach Herzinfarkt mit schwerst geschädigtem Herzen. Das können wir im Ultraschall, das können wir im Herzkatheter, das können wir aber auch elektrophysiologisch bestimmen. Wir können auch im Langzeit-EKG-Parameter bestimmen. Und man richtet sich so grob nach der Pumpfunktion im Herzultraschall. Und da gibt es so eine magische Grenze. Unter 35% Pumpleistung gehört ein Herz und ein Patient mit einem kranken Herzen in Risikokollektiv. Und die werden dann von uns untersucht, ob sie davon profitieren. Und was genau tut der DeFi dann? Der DeFi ist der eingebaute Lebensretter. Also der DeFi bleibt einmal implantiert, dem Patienten erhalten. Die Sonden und das Gerät werden ja unter die Haut festgebaut. Und das Gerät ist 24 Stunden am Tag, 365 Tage aktiv, überwacht den Herzschlag. Und in dem Moment, wo vielleicht aus völlig nichtigem Auslöser das Herz Rhythmusstörungen produziert, die den Patienten bedrohen könnten, schreitet das Gerät ein. Jetzt kann man noch mal differenzieren. Es gibt überwiegend sehr schmerzlose Aktionen, wo das Gerät nur Elektrostimuli abgibt, kurze Schrittmacherimpulse. Und 95% auch bösartiger Rhythmusstörungen lassen sich damit völlig unbemerkt stoppen, anhalten. Und in den Fällen, in denen das nicht funktioniert, kann das Gerät dann aufladen und tatsächlich über diese implantierten Elektroden einen Schock abgeben. Der heißt auch Schock. Und der Patient hat auch ein Muskelzucken, verspürt das auch. Aber in dem Fall ist das dann lebensrettend. Und wir wissen dann bei der nächsten Abfrage aus den Speichern oder bei Geräten, die das über Funk übertragen, sogar am nächsten Tag in unserem Computer, da ist was passiert. Und der Patient muss zumindest ambulant einmal zur Kontrolle kommen. Dieser harte Schock, der ausgelöst werden könnte, ist der schmerzhaft für den Patienten? Wir machen alle Tests unter Betäubung. Daher kann ich nicht sagen, was ist, wenn wir ohne Betäubung arbeiten würden. Wir gehen davon aus, ja, aber wenn Sie eine wirkliche Herzrhythmusstörung haben, ist in der Regel nach 7 Sekunden die Durchblutung so weit eingeschränkt, dass man schon gar nicht mehr bewusst mitkriegt, was passiert. Die Patienten werden auch oft von Angehörigen als umgefallen oder im Bett plötzlich ohne Atmung und pulslos irgendwie wahrgenommen. Und nach 10 bis 15 Sekunden gibt es dann so einen Schock, den merkt der Patient nicht. Es gibt ein sehr eindrucksvolles Video, übrigens auch im Internet, von einem Fußballspieler, ein junger Mann, der das aufgrund schwerster Rhythmusstörungen bekommen hat und der während eines Fußballspiels mitten im Spiel umfällt. Die Mitspieler laufen auf ihn zu, der Schiedsrichter pfeift ab und auf einmal merkt man, der Mensch auf dem Boden tut eine Bewegung und er steht wieder auf. Und wir als Ärzte wissen, das ist ein lebensrettender Schock gewesen. Dieser Mensch wäre tot gewesen. Das ist sehr eindrucksvoll. Das ist auch sehr dramatisch. Wenn ich Sie aber richtig verstehe, dann hilft ja der DeFi auch schon bei weniger dramatischen Fällen, wo er das Herz wieder auf Spur bringt sozusagen. Ja, richtig. Implantieren tun wir ihn im Prinzip nur bei Patienten, bei denen auch die schwersten Rhythmusstörungen befürchtet werden. Ich sage mal so, die Volkskrankheit Vorhofflimmern wird nicht mit dem DeFi behandelt. 95% aller Rhythmusstörungen, das haben Sie in Ihrer Einleitung sehr richtig gesagt, sind von Natur aus harmlos, können belästigen. Man hört sie, wenn man am Kopfkissen Aussetzer spürt. Oder Herzrasen per se muss nicht gefährlich sein. Ja, ganz wenige und vor allem eben bei Patienten nach Herzoperation oder Herzinfarkt. Ganz wenige Rhythmusstörungen sind wirklich lebensbedrohlich und dann hilft so ein DeFi wirklich auch Leben retten. Warum gehen Sie denn so sparsam mit den DeFis um? Denn man könnte ja sagen, das hilft ja, eigentlich dem Herz auf jeden Fall und gibt es einen Schaden? Nein. Ja, also die Indikation, insofern das Klientel der Patienten, die wir beraten, nimmt stetig zu. Ja, es werden Jüngere, es werden mehr und wir setzen auch die Grenze immer weiter. Aber man darf natürlich nicht vergessen, einmal mit einem DeFi versorgt, in der Regel bleibt lebenslang mit diesem Gerät versorgt. Und auch wenn die Technik sich deutlich verbessert hat, das sind Batterien, 80% dieses Gehäuses umhüllen eine große Batterie, die muss dann 5 bis 6 Jahre jede Sekunde funktionsbereit sein. Dann ist die Batterie leer und dann muss das Gerät ausgewechselt werden. Beim Auswechseln können die Sonden Schaden nehmen. Nach 12 Jahren oder nach 14 Jahren sind 3 Geräte durch. Also das heißt, es ist eine Therapie, die man schon sehr gründlich überlegt, ob man einem Patienten das alles zumutet. Und vielleicht, das darf man auch sagen, ehrlicherweise gibt es natürlich mit jedem Verfahren auch Komplikationsmöglichkeiten. Also die Sonden können brechen, die Geräte können Defekte aufweisen, es kann zu Schrittmacher oder Schockimpulsen kommen, die gar nicht gerechtfertigt sind.
und die dann der Patient eben sehr wohl empfindet und das zwar nicht unbedingt schmerzhaft, aber oft sehr unangenehm. Ja, und dazu natürlich dann auch die üblichen Risiken einer OP, die ja auch nicht von der Hand zu weisen sind. Ja, wobei die sind de facto das Geringste. Also in Lokalanästhesie haben wir wenig Komplikationen. Aha. Was heißt das denn für den Patienten danach? Also er hat jetzt so einen Lebensretter in die Brust eingepflanzt bekommen. Kann er danach, was heißt das für weitere medizinische Behandlungsmethoden? Also können Sie ihn weiterhin so wie einen Patienten behandeln, der jetzt nicht so ein Defi hätte? Also das Gerät hilft dem Arzt in vieler Weise, weil die modernen Geräte auch Aufzeichnungsmöglichkeiten haben. Die können feststellen, wie stark der Patient sich aktiv bewegt über den Tag. Die können den Herzschlag aufzeichnen, EKGs speichern. Also der Arzt ist gut beraten, die Diagnostika, die dieses Gerät bietet, auch auszunutzen. Der Patient hat natürlich einen Fremdkörper. Das ist wie mit einer künstlichen Hüfte. Hat man die mal implantiert, dann macht man das nicht mehr raus. Dann kann man höchstens noch eine andere Variante einbauen. Und der Patient ist in mancher Hinsicht mit so einem Defi auffällig. Beispiel, Sie gehen im Flughafen durch die Metallkontrolle, es gibt immer Alarm. Das kennen die Schrittmacherpatienten. Die haben dann so einen kleinen Ausweis. Der Defi-Ausweis ist etwas größer, aber im Prinzip gleiches Feld. Betrifft auch so Alltagssituationen wie aktiv Autofahren, aktiv Führerschein benutzen. Kommerzielle Kraftfahrzeuge und Personenförderung sind ausgeschlossen, also Lkw-Fahrer oder Busfahrer sind, wenn sie so einen Defibrillator brauchen, berufsunfähig, nicht arbeitsunfähig, aber berufsunfähig. Das liegt aber auch an ihrer Grundkrankheit. Auch ein Pilot ohne Defi darf nicht fliegen, wenn er bösartige Rhythmusstörungen vom Arzt diagnostiziert kriegt. Aber Autofahren könnte man damit doch? Inzwischen sind die Versicherungen wieder so weit, dass sie es genehmigen. Es gab eine Phase vor 10 Jahren, wo die Versicherungen sehr streng das verboten haben. Inzwischen haben wir Formblätter und die Fachgesellschaften haben Hinweise gegeben, die wir dem Patienten aushändigen und sagen, gehen Sie zu Ihrer Versicherung. Ja, man darf Auto fahren, aber erst wenn das Gerät 3 bis 6 Wochen komplikationslos eingeheilt ist und keine Schocks abgegeben hat. Sobald es zum Schock kommt, muss man ja sagen, kann der Patient bewusstlos werden. Besteht auch die Gefahr, dass er mal fällt oder ohnmächtig wird. Und nach so einem Schock zum Beispiel empfehlen die Fachgesellschaften, 6 Monate kein Auto mehr zu führen. Es gibt ja noch eine etwas makabre Sicht der Sache auch, denn so ein Defi hilft ja dem Herz weiter zu leben und damit auch dem Menschen weiter zu leben. Wie gehen Sie denn am Ende eines Menschenlebens damit um, dass da ja eine Maschine volle Kraft weitermacht? Das ist ein wichtiges Thema. Also dazu kann man viel sagen. Die Patienten werden älter und kränker und üblicherweise sterben sie dann nicht mehr an ihrer Herzkrankheit, sondern meist an anderen Erkrankungen, einem Schlaganfall oder einem Tumorleiden, was sich später einstellt. Man kann auch mit einem Defibrillator sterben. Also dieser Impuls, der muss nicht zwangsläufigerweise kommen. Aber es macht natürlich Sinn, Angehörige und Patienten zu beraten, wenn so eine Situation bevorsteht oder wenn ein Mensch wirklich kränker geworden ist über 10 Jahre, dass er sich mit dem Arzt über dieses Thema austauscht. Das ist sehr wichtig. Ja, wenn der Patient, genau, wenn er es selbst entscheiden will und wenn er es später nicht mehr selbst entscheiden kann. Ja, das ist natürlich, muss man da Vorsorge treffen? Das ist natürlich so eine Frage, die gilt in der ganzen Medizin. Wie weit geht man mit der Beatmungsmedizin oder Wiederbelebung? Für solche Situationen, glaube ich, ist es inzwischen sehr weit verbreitet, eine Vorsorgevollmacht oder eine Patientenverfügung auszustellen. Vielleicht darf ich an der Stelle auch mal an die Deutsche Herzstiftung einfach erinnern und sagen, das ist die größte Patienten-Selbsthilfeorganisation, die zum Thema Herzkrankheiten, Patientenverfügung in Endsituationen, aber auch Defibrillator sehr viel Informationsmaterial zur Verfügung hält. Wenn Patienten auf der Intensivstation sind und unheilbar krank sind und es gewünscht haben, kann man so einen Defi auch teilweise wieder ausstellen. Das ist gar kein Problem. Ja, vielen Dank für die Informationen. Und ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com/nachtvorlesungen oder auf YouTube. Bleiben Sie gesund.